Die Apple-Karten-App in Deutschland hat ein Update erhalten und einige Optimierungen, Verbesserungen und neue Funktionen hinzubekommen. Und diese wollen wir uns im heutigen Video einmal etwas genauer anschauen. Sollten dich Videos rund um Apple interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro alle Neuerungen in der Apple-Karten-App etwas genauer an. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir zuallererst mit den grundlegenden Änderungen und natürlich wurde hier einiges optimiert. Insgesamt wurden die Karten präziser und genauer, zum Beispiel unter anderem eben auch die 3D-Karten, die wir hier jetzt wirklich sehr genau und sehr detailliert uns anschauen können, zum Beispiel hier in Hamburg, und das gilt dann natürlich hier für diese 3D-Modelle, aber auch für die Satellitenbilder, die überarbeitet wurden. Also insgesamt wurde alles etwas detailreicher, etwas präziser und etwas genauer, erst einmal in der Ansicht, aber natürlich auch in der Navigation. Die Ansichten von zum Beispiel Gebäuden wurden jetzt umfangreicher und präziser, wie zum Beispiel hier beim Asien-Afrika-Institut. Da sieht man, dass das Ganze doch sehr detailreich ist und das zieht sich eben zum Beispiel auch durch Straßen oder durch Parks. Also wenn wir hier jetzt mal so ein bisschen durchscrollen, sieht man das schon sehr genau. Wenn wir hier zum Beispiel auch so Plätze haben, dann haben wir hier hinten zum Beispiel Tennisplätze und die sind dann hier auch richtig beschriftet. Also das Ganze ist jetzt wirklich sehr detailreich, auch hier Stadien. Also sieht auf jeden Fall sehr viel umfassender aus, als es vorher der Fall war, natürlich hauptsächlich in Großstädten wie jetzt hier diesem Beispiel in Hamburg, aber eben auch jede Ansicht von irgendwelchen Gebäuden hier in 3D sieht doch schon wirklich sehr cool und sehr detailreich aus. Und natürlich kann man hier das Ganze auch immer umschalten, das heißt, wir können hier auch auf Satellit wechseln und uns das hier dann einmal in der Satellitenvariante anschauen, und dann seht ihr schon, dass auch hier das Ganze sehr viel detailreicher ist und dass wir hier eben sehr schön durch diese Städte, durch diese Straßen in Hamburg hier durchgehen können und wir eben viel mehr Detailtiefe haben als vorher. Die dreidimensionalen Ansichten von einigen Wahrzeichen, wie zum Beispiel hier dem Brandenburger Tor oder auch dem Kölner Dom, wurden noch einmal überarbeitet und sind eben jetzt auch detailreicher, was man hier schon sehr gut in dieser Ansicht sehen kann. Aber auch hier können wir natürlich einmal wieder auf Satellit wechseln und dann sieht man das hier ebenfalls, finde ich, sehr gut, wie präzise jetzt hier auch das Brandenburger Tor aussieht in 3D in Apple-Karten. Finde ich auf jeden Fall ein sehr schönes Detail, dass das Ganze eben jetzt präziser wird und dass man sich das noch viel besser vorstellen kann, wie denn die Gebäude aussehen. Ein neues Feature nennt sich Umsehen und dieses ist ziemlich cool, erinnert sehr stark an Google Street View. Und zwar gibt es das zum Beispiel hier am Marienplatz in München. Und wenn wir hier unten dieses kleine Fenster einmal antippen, dann haben wir eben die Möglichkeit, uns hier umzusehen. Wir können dann hier in 3D sozusagen einmal durchscrollen. Wir haben auch die Möglichkeit, an die Punkte zu klicken, wo wir eben hingehen wollen. Also es ist wirklich sehr ähnlich wie jetzt zum Beispiel Google Street View, dass man sich hier eben so bewegen kann und das dann sehr detailreich hier sich anschauen kann. Relativ aktuelle Bilder, und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Feature, was jetzt hier in iOS auch nach und nach immer weiter in Apple Maps etabliert werden soll, so dass man eben in ganz vielen Städten auf irgendwelchen Plätzen und in Sehenswürdigkeiten sich das eben anschauen kann. Und was ich auf jeden Fall ganz cool finde, hier sieht man auch, dass die ganzen Menschen verpixelt sind, also sollten hier Aufnahmen getätigt worden sein, dann wurde hier auf jeden Fall darauf geachtet, dass hier die Privatsphäre gewahrt wird, denn die Gesichter sind hier in diesem Fall alle verpixelt. Aber auch die Navigation mit Apple Maps wurde überarbeitet. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Navigation starten wollt von einem Standort zum anderen, dann wird euch ein optimierter Spurenassistent angezeigt, wenn ihr zum Beispiel auf Autobahnen abfahren wollt. Aber eben zum Beispiel auch das aktuelle Tempolimit, also wie viel ihr fahren dürft, wird euch direkt auf dem Screen angezeigt, was ich ebenfalls sehr cool finde. Und insgesamt wurde das Ganze noch so ein bisschen optimiert, dass man auch mehr Befehle mit Siri durchführen kann, um eben ohne die Hände zu benutzen navigieren kann, was auf jeden Fall im Auto auch sehr wichtig ist. Wenn ihr wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Ankunftszeit mit euren Familienmitgliedern oder Freunden zu teilen. Das heißt, wenn ihr diese auswählt, könnt ihr zum Beispiel per iMessage diese Ankunftszeit versenden und dann können eben Freunde oder Familienmitglieder live sehen, wo ihr aktuell seid, ob ihr aktuell im Stau steht, und das eben mitverfolgen und wissen dann, wann ihr in etwa ankommen werdet. Und das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Ergänzung. Neben der Autonavigation ist aber natürlich auch der öffentliche Nahverkehr sehr wichtig und hier gibt es ebenfalls einige Optimierungen, zum Beispiel hier am Berliner Hauptbahnhof. Man kann direkt sehen, mit welchen verschiedenen Zügen oder U-Bahn oder Bussen man fahren kann, zum Beispiel DB Regio, dann U-Bahn, S-Bahn und so weiter. Und hier sieht man dann die Station, zum Beispiel hier die S3, die fährt eben zu diesen Minuten und ihr könnt eben an den und den Standorten dort aussteigen. Also man kann hier dann eben auch raufgehen und daraufhin hat man dann hier
die weiteren Abfahrten, hat hier die Haltestellen, man hat die ganzen Linienoptionen und so weiter. Also man kann hier wirklich sehr detailliert genau sehen, wann man wo abfahren muss. Und es gibt da dann auch so etwas wie Aktualisierung, ob es irgendwelche Verspätungen gibt oder ähnliches. Das heißt, das ist mittlerweile ziemlich umfangreich und man kann eigentlich sehr gut auch im öffentlichen Nahverkehr mittlerweile in Städten mit der Apple Maps App navigieren, was ich sehr cool finde. Wenn ihr euch in Großstädten in Deutschland befindet, dann habt ihr die Möglichkeit, auf Fußgängerrouten auch auf das Augmented Reality Feature zurückzugreifen, um eben live euch weitere Informationen anzeigen zu lassen zu bestimmten Events, zu bestimmten Lokalitäten, die eben in dieser zum Beispiel Einkaufsmeile vorhanden sind, was auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Feature ist. Das heißt, da verschwimmt dann so ein bisschen die Realität mit der virtuellen Realität und das kann man eben jetzt auch in Deutschland verwenden. Ein sehr cooles Feature ist das Globus-Feature und dazu könnt ihr einfach einmal ganz weit rausscrollen und dann seht ihr auch schon, dass irgendwann sich hier eine Kugel bildet, also unsere Erde, und hier sieht man dann eben auch mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang, wo es aktuell Tag, wo es aktuell Nacht, was auf jeden Fall sehr cool ist. Wenn wir ganz rausgehen, dann sehen wir eben hier die Erde. Finde ich eine richtig coole Sache, dass man das hier eben so genau sich anschauen kann und dann kann man natürlich hier in jedes beliebige Land gehen und hier entsprechend ganz weit nach unten scrollen, um sich hier alles genau anzuschauen. Auf jeden Fall sehr cool, dass das hier jetzt auch so möglich ist. In manchen deutschen Großstädten gibt es die Flyover-Funktion und diese ist ebenfalls ziemlich cool, denn ihr könnt dort einfach rauftippen, wie hier zum Beispiel in Berlin, und dann funktioniert das ziemlich automatisch, dass hier eben einmal über Berlin geflogen wird. Ihr könnt dann hier per Augmented Reality sozusagen euer Gerät so ein bisschen neigen und dann euch selber so ein bisschen umschauen, und wenn wir jetzt einmal raufgehen, dann haben wir auch die Möglichkeit, hier die Tour zu starten. Also dort können wir einfach rauftippen und dann fliegt sozusagen unser iPhone automatisch über Berlin und wir können uns das Ganze einmal direkt anschauen, was eine ziemlich coole Funktion ist. Funktioniert auch in anderen großen Städten, zum Beispiel in den USA, in New York oder so, könnt ihr das ebenfalls machen. Finde ich richtig cool, dass man hier eben die Möglichkeit hat, hier sozusagen einmal über die wichtigsten Gebäude oder die wichtigsten Orte innerhalb einer Stadt zu fliegen, wie hier jetzt am Reichstagsgebäude in Berlin als Beispiel. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein ziemlich cooles Feature zeigen, und zwar die Indoor Maps, und die gibt es auch schon ein bisschen länger, jetzt aber noch etwas detaillierter, beziehungsweise es kommen jetzt nach und nach weitere Indoor-Gebäude dazu, wie hier zum Beispiel die Düsseldorfer Arkaden. Wenn man dort reingeht, näher ran, dann sieht man hier eben die ganzen Läden innerhalb dieses Geschäftes und man sieht auch so etwas wie Treppen oder Toiletten, also all diese Dinge indoor, ob man nun im ersten oder im zweiten Stockwerk ist, das ist jetzt alles hier sichtbar innerhalb von einem Gebäude, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Also es ist sehr detailreich, dass man hier jetzt wirklich in das Gebäude reinschauen kann. Man kann es sich auch dreidimensional anschauen, also das ist ebenfalls möglich, dass man dann eben hier sieht, was sich in diesem Gebäude befindet, und gerade in irgendwelchen Einkaufszentren oder so, wie in diesem Beispiel, kann das natürlich sehr viel Sinn machen, und man kann dann eben, wenn man sich da drinnen befindet, relativ schnell die Geschäfte finden, die man eben aufsuchen möchte, oder Toiletten oder ähnliches. Das waren dann aber auch schon die Neuerungen in Apple Maps, die Apple vor kurzem mit einem kleinen Update integriert hat. Einiges davon gab es schon, wurde nun aber nochmal optimiert, wurde verbessert. Aber es sind auch einige ganz neue Funktionen hinzugekommen, die mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich denke, dass Apple Maps immer besser wird und dass man es gerade auch zum Navigieren jetzt besser verwenden kann. Gerne könnt ihr mir jetzt aber eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare schreiben. Nutzt ihr immer noch Google Maps oder mittlerweile Apple Maps? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.